Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warhammer 40k Martyr und wir gehen direkt weiter. Das Erbe der Van Winters. Captain, are you serious? You want me to believe you didn't know that the founder of your rogue trader house was the captain of the Martyrs centuries ago? I swear by the light of the God Emperor Inquisitor that I am just as shocked by this revelation as you are. I need a better explanation, Captain. Inquisitor, our house has followed strict traditions for long centuries. One of those traditions concerns our sacred history. Our ancestral secrets were kept in a treasured logbook, only accessible by the Van Winter sitting on the throne of the house. And who would that be? Nobody. Almost my entire clan has been purged on account of their heretical acts. I was found worthy of redemption, and I'm assisting the work of the Inquisition as a simple captain. Do you think your logbook could help me? Yes. It has been in our possession since Gregor Van Winter, the man whose trail you seek, received the warrant of trade. It must contain all his accounts too. What happened to that logbook? It was hidden on our flagship, the Astute Cavalier, but it disappeared when my father was executed. The logbook must still be in the hold, in a secret compartment. So, I only have to find a fugitive ship in this sector. Sounds easy. My family had a hideout in this subsector on a void station. Those who survived the purge probably ended up there. And strangely, it didn't occur to you to share this information with the Inquisition. No. Don't answer that. Take me to the void station. Oh, deswegen kam es ihm so bekannt vor. Okay, warum nicht? Warum nicht? Davor aber noch. Bitte einmal alles verkaufen. Das ist ein Lautzeug, das wir definitiv so nicht mehr benötigen. Dankeschön dafür. Haben wir noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Wahrscheinlich eher weniger. 1, 2, 3, 200.000. Kann man uns gerade mal einen einzigen schweren Beutel. Okay. Ja, die sind alles so ein bisschen nichts, was wir brauchen könnten. Alles klar. Schauen wir nochmal. Das Thema Tür ist jetzt erstmal quasi für uns erledigt. Zurück ins Beta-System. Schauen wir nochmal. Die Nullraumstation, wie wir die jetzt finden können. Ist die irgendwo? Ja, da ist sie sogar. Die 8 Heko-Basis Veridan 3. Bitte einmal hinreißen. Okay, lag sogar hinter dem... Oh, hallöchen. Zapfen die da einen Planeten an? Wow. Überlebende des Van Winters Hauses. Die Kammer des Alpha-Preis wurde durch ein undurchdringliches Kraftwerk geschützt und durch Uthas inquisitionalen Mandala kann diese alte Barriere öffnen. Uteberus wurde jedoch schwer verletzt und seine treuesten Anhänger haben ihn von der Martyr gerettet und ihn irgendwo in Sicherheit gebracht. Ich muss wissen, wohin er gebracht wurde und das Haus Van Winter ist der Schlüssel zu diesem Mysterium. Es ist Zeit, einen ehemaligen Hafen, der in Ungnade gefallen, in den Freihändlerfamilien einen Besuch abzustatten. This place is a despicable hive of heresy and corruption. Our crew members became wanted fugitives after the purge. They found refuge and sought to make a livelihood the best way they could. It still won't absolve them from their sins against the Imperium. What should I be looking for? Each of our void stations had a harbor master to supervise the operation of the port facilities. If the Cavalier still frequents this place, which I'm sure it does, this man must know its whereabouts. Na gut, dann werden wir den doch mal finden müssen, so wie es ausschaut. Feuer frei, dankeschön. Zack, einmal durchschießen. Wunderbar. Und dich hier auch noch abfackeln lassen. Bösheitszeichen überall. Bösheitszeichen echt schlimm. Hallo, könnt ihr vielleicht aufhören damit? Nein, 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 nein. Böse Kultisten und Ogre-Enforcements. Und sagen, könntest du bitte aufhören mit Warp, um dich zu schmeißen? Das macht man nicht. Das macht man einfach nicht.
Burn, burn, burn. Yep. Und da zersperrt er doch einfach. Ach Gott. Schlimm, was aus den ganzen Leuten wird, wenn sie erst mal im Chaos verfallen. So, Nummer 1. Ich wollte gerade sagen, ja, hallo, seid ihr denn wahnsinnig? Danke denn dafür. Nein, 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 du möchtest dich nicht mehr anlegen, du möchtest dich nicht mehr anlegen, glaub's mir. Ich bin das Letzte, mit dem du dich anfeinden möchtest. Du hast nichts, du hast auch nichts, ist egal, weg mit dir. Wir haben genug Feuer für euch alle. Was ist wohl, haben wir genug Feuer für euch alle. So, da, ah, da oben. Da los du mit. Ich will nichts sagen, aber irgendwie haben die keine Überlebenschance. Ich hätte gedacht, die wären etwas hartnäckig, aber ich glaube, unser Feuerschaden ist einfach schon so immens hoch, dass wir quasi schon fast unantastbar sind. Oh, oh nein, 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 nein. Ich bin ja nicht mehr. Da haben wir noch welche? Natürlich haben wir noch welche. So, ich wollte gerade sagen, wenn da noch irgendwas überlebt, dann mache ich irgendwas falsch bei meinem Job. Und mache ich etwas falsch bei meinem Job? Nein, wir sind die Inquisition, wir machen nie Fehler. So, der ganze Bereich hier ist schon mal abgegrast. Das ist schon mal gut. Das heißt, da geht's weiter. Halt. Kurz ein bisschen zerstören, hier noch ein bisschen zerstören. Nice. Hopp. Weg mit euch, weg mit euch. Weg mit euch. Granate auf mitnehmen. Der hält viel aus. Der hält wirklich viel aus. So viel muss mir mitgeben. So viel muss mir mitgeben. Mein Feuer ist besser als dein Feuer, würde ich mal sagen. Aber sowas von besser. Ich sehe gerade gar nicht das Ende da hinten. Hier können wir noch ein bisschen feuern. Nein, 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 lass mich nur, lass mich ja in Ruhe. Lass mich ja in Ruhe. Komm, ich kann noch ein bisschen durchfeuern noch. Yep, das haut noch hin. Hallo? Hat er gerade eine Handkanne auf mich geschmissen? Sag mal, so geht's aber nicht weiter. Schade, wäre schön, wenn hier jetzt noch eine Truhe gewesen wäre, so quasi als kleiner Abschluss hinten im Eck. Geben wir Handgranaten, wunderbar. Okay, nur Lichter. Nur Licht, jetzt hatte ich schon Angst gehabt, dass es nochmal so ein Teleportsignal gewesen wäre. Mhm, dort, dort, dort ist auch nichts mehr. Passt, weiter. Immer schön weiter vordringen. Da ist nichts, da ist auch nichts. Wunderbar. Da haben wir noch ein bisschen was. Raketenfeuer frei. Man kann nie genug mit Raketen schießen. Hallöchen. Ich würde sagen, hast du versucht, mich hier aufzuhalten? Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher mal nicht hier. Ich glaube, ich bin. Das ist auch nicht Spielkanal. Okay. Ich sollte ein bisschen aufpassen, wo ich hinlaufe. So wie der Shot. Inquisitor, if I may. Do you think that if I help you find the logbook, it could clear my name? I seriously doubt it. Herman Van Winter was found guilty of trafficking heretical artifacts and consorting with forbidden cults. Your entire house was deemed to be an accessory to the crime. With all due respect, Inquisitor, I knew my father. He was a sly old fox, a trader who refused neither coin nor adventure, but he was a true servant of the Imperium. The Holy Orders thought otherwise. Solle. Ja, das könnte ein bisschen problematisch werden. Versuchen gegen die Inquisition vorzugehen. Oh, oh, das will ich nicht machen. Das will ich eigentlich eher machen. Nein, 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 nein. Verschwinde, 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 verschwinde. Ah, hier das nächste. Weg mit dir, weg mit dir. Und tschüss. Können wir hier noch ein bisschen was wegmachen? Ist denn hier ein größerer noch da? Ich glaube ja.
glaube, hier ist noch ein größerer, da so wie es ausschaut. Definitiv, definitiv. Könntest du bitte aufhören zu existieren? Das wäre echt wunderbar. Glaube ich, spinne nur. Oh, 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 oh. Hier noch ein bisschen was, da noch ein bisschen was. Na komm. Ich würde sagen, lass mich doch mal hinlaufen. Hm? Weg mit dir. Können wir vielleicht noch ein bisschen was davon nehmen? Ja, funktioniert wunderbar. Die nächste Schleuder nach oben. So, jetzt möchte ich mal kurz eine Sekunde des Ruhe haben. Eine kleine Sekunde, weil ich möchte das erstmal mitnehmen. So, wir müssen dahin und dorthin. Das heißt, zuerst werden wir dich hier kaputt machen. Danke für die kleine Warpsäule. Bitte schnapp sie dir alle. Komm und schnapp sie dir, Warpsäule. Dadam. Ich würde sagen, noch ein bisschen weiter wäre auch nicht schön gewesen, aber was soll's, was soll's. Ihr seid alle weg, ihr seid alle weg. Eieieiei, sage mal. Dafür, dass die Station eigentlich, ja, nicht mehr so betrittfähig ist, sind aber einige noch rum. Zack, Warp Nova, passt schon. Dich brauchen wir nämlich. Genau, dich. Komm mal her, komm mal her. Ein kleiner. Na, 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 mit Feuer kommst du bei mir nicht weit. Ich bin die Reinkarnation des Feuers. Ich wollte gerade sagen, Hallöchen aber auch. Kurz noch mal eine Fiole nehmen, das ist nicht verkehrt. Find's immer gut. Gesegnetes Geld, eventuell, ja, doch, 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 ein bisschen mehr Geld können wir immer gebrauchen. Und, yep, spritzen. Alle vier Ladungen mitnehmen, passt soweit. Jetzt haben wir doch ein bisschen was für, man merkt, je weiter man hochkommt, umso härter werden die Gegner, wenn sie in Massen auftauchen. Beziehungsweise, es kann auch teilweise daran liegen, weil ich einfach nicht ausweiche. Schwere Flammenwerfer, lieben gerne. Ja, boah, Hilfe, Hilfe. Nein. So, da oben ist nichts mehr. Ah, doch hier. Elementare Warpsphäre. Habe ich wahrscheinlich auch wieder mittlerweile einige nicht beachtet. Sagen wir es mal so, aber macht nichts, macht nichts. So, sind wir jetzt hier auch durch. Wir sind hier durch, okay. Da finde ich mir jetzt gut, dass wir eine Karte haben, weil ich glaube, sonst würde ich mich ziemlich oft quasi verrennen. Mit ziemlich oft meine ich laufend. Was haben wir hier irgendwas? Nein, schade. Gucken wir doch mal. Zwei Hirn. Ein Granitchen hier nach oben. Ja, doch, das tat gut. Das tat richtig gut sogar. Nein, keine Manifestation. Wir spielen mal Flammenwerfer, weil hochkommt er eh nicht. Ich würde sagen, so schnell ist er gar nicht, wie ich ihn nach unten abfackeln kann. Und einmal nach unten geslidet. Nice. Aui, Schaden bis zum Umfallen, dankeschön. Ach, guck mal an. Guck mal an. Wer damit? Hier noch ein bisschen was reinschießen. Hier noch ein bisschen was reinschießen. Zack, wunderbar. Und so schnell wird man sogar Bossgegner, Mini-Bossgegner los, muss ich sagen. Halt kein richtig großer Boss. Ist einfach nur was für zwischendurch quasi. Ich wollte gerade sagen, könnt ihr bitte aufhören zu existieren? Dankeschön. Genauso wie. Moment, Moment, Moment. Ich habe es aber gerade nicht gerechnet. Es gibt schon eine Reihenfolge, in die ihr kommen sollt. Nicht einfach kreuzfeld ein, nein, einer nach dem anderen. Okay, das heißt bei ihm nicht so viel gebracht, gebe ich zu. Super, der. Manifestationskreis, der bringt immer nichts. Der kommt immer dann, wenn eigentlich schon alle tot sind. So wie bei denen zum Beispiel. Auch alle tot. Hat nichts gebracht. Ach, Mann, Mann, Mann.
werden es nie lernen, sie werden es nie lernen. Müssen noch da hinten durch. Yep, muss ich. Und noch eine Munitionskiste. Yep. Für die kleine Aufladung. That's your man, the harbor master. He doesn't look too talkative. Naja, dann machen wir das, was wir immer machen werden. Feuer frei. Feuer frei. Feuer frei. Feuer frei. Ich wollte gerade sagen, könntest du nicht so nah zu mir rankommen? Das wäre echt wunderbar. Hoppale, hoppale, hoppale. Na, 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 na. Meine Kanaren sind besser als deine, aber sowas von. Da noch meine reinschmeißen. Ich würde sagen, bitte friss ihn doch mal auf. Captain, the harbor master refused interrogation. Tell me he wasn't my only lead. Maybe not. All our harbor masters used to log everything into a central cogitator. Find that cogitator. Ja, den werden wir gleich finden, nachdem wir natürlich jetzt quasi noch den Rest des Schützenfests vorhin verbrannt haben hier. Ist da noch was? Nein, aber hier ist noch was. Aha. Immer schön die Umgebung aufhalten. Auf das wir wunderbare Sachen finden werden. Ja, hahaha. So, hier haben wir noch was, wie es ausschaut. Ja, nicht mit mir. Dafür habe ich viel zu... Oh ja, ja, Hallöchen. Das tat gut. Einfach mal Unmengen an Leuten niederratzeln, das ist immer gut. Da komme ich ja fast so vor, als würde ich gegen Tyrannen kämpfen. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich definitiv nicht. Ich wollte eigentlich einen Flammenwerfer schießen, aber was soll's. Irgendwo in die Truhe, sonst irgendwas. Okay, jetzt würde ich gerade sagen, da geht es vielleicht noch weiter, geht es aber nicht mehr weiter. Nope, da ist nichts mehr so weit, wie ich sehen kann. Okay. Hm? Wo, Kopf hoch? Ich sehe nichts mit Thema Kopf hoch. Die zwei werden auch noch drauf gehen. Oh, was sagen, du liebst noch? Das ist natürlich jetzt nicht ganz so schön. Da kann ich mir schöne Sachen vorstellen. Oder links, sonst nichts mehr. Okay, komm mit, Bobsturm, komm mit. Es gibt vielleicht noch hier was für dich zu tun. Oder doch nicht mehr. Okay. Heißt, wir haben hier alles abgekrabbelt. Oh, bis auf dich. Wunderbar. Und genau deswegen haben wir immer noch ein Lasergewehr mit dabei. Ach komm, ich muss es selber lesen. Von Hafenmeister Maute, nochmal, keine offene Kommunikation mit unserem Schiff und benutzt keinen Namen, nicht einmal die temporären. Wir werden uns bald persönlich treffen, Säuber und der Kognitoren. Hafenmeister, mein lieber Freund, ich möchte mich für die jüngste Verzögerung entschuldigen. Ihr könnt euch die logistischen und kollateralen Schwierigkeiten vorstellen, die mit dieser Viehlieferung eingehen. Die derzeitige Führung ist unseren Geschäften gegenüber aufgeschlossen, doch einige der überlebenden Oldtimer der Van Winter haben gewisse Vorbehalte hinsichtlich der Geschäfte mit denjenigen, die sie engstirnig als Kult bezeichnen. Verständliche Vorbehalte, wie ich hinzufügen möchte. Natürlich von ihrem Standpunkt aus, sie verdienen immerhin ihr ganzes Leben lang unter einer äußerst wohlhabenden und ehrwürdigen Dynastie von Freihändlern. Dieser Wandel muss für sie ziemlich verstörend sein. Der alte Grexus mag in Anbetracht der jüngsten Ereignisse als Belastung erscheinen, seine Verbindungen sind für unsere Organisation jedoch sehr wertvoll. Wir müssen euren Vorschlag höflich ablehnen, zumindest vorerst. Wir werden ihn jedoch unter strenger Beobachtung halten, um uns zu verhindern, dass er in Zukunft stört. Der letzte Teil wird in weniger als 20 Zyklen ankommen. Macht euch bereit. Sichere Reise, Marius Maute. Captain, are you familiar with a man called Nathaniel Grexus? He was my father's most trusted captain. A boisterous fellow, but a good man. Your former house members made a pact with a cult and he refused to follow them into total depravity. They keep him locked up here somewhere.
I would humbly suggest that you find him then. He could be useful. Das ist im Bereich des Möglichen. Ah, und jetzt geht's weiter. Okay. Okay, jetzt geht's da hinten weiter. Den Weg habe ich jetzt zum Glück schon freigeräumt. Dann geht es ja relativ zügig und einfach. Und natürlich hätte ich noch ein paar Handkanonen, also wie es ausschaut. So, das war ziemlich viel Schaden, so wie es ausschaut. Dann seht ihr das Feuer. Nicht auf mich, nicht auf mich. Hallöchen. Hallöchen aber auch. Nein, nein, nein. Lass das schön bleiben, lass das schön bleiben. Dankeschön dafür. Okay. Hallo, mein Gutster. Captain Graxis, I need you to come with me. I need a few bottles of Amasek to invigorate my weary soul. And then I'm off to kill all these mongrels. They have already paid for their crimes, Captain. Ah. I hope you made them suffer. How can I assist you then? I must find the astute cavalier. It might have visited this station. It was here, aye. Until these sniveling rats sold our flagship to a group of abhuman filth. Oh. Do you know where the cruiser is now? No. But I've heard rumors about where it's heading. Take me with you, and I can help. Okay, das ist im Bereich des Machbaren. Den guten Mann nehmen wir mit. Sage ich definitiv nicht nein zu so einem Angebot. Information ist nämlich gerade wichtig. Dann wäre ein neuer Levelaufstieg, wunderbar. Schadensbonus, während du dich nicht bewegst. Okay, das ist natürlich schlecht. Packt ein Punkt, aktiv, passiv Punkte. Nullraumkreuzzug verfügbar. Du hast einen Spielmodus Nullraumkreuzzug freigeschaltet. Nullraumkreuzzüge sind Mini-Kampagnen, die aus einem Netzwerk spezieller Missionen besteht und an deren Ende ansehnliche Belohnungen winken. Nullraumkreuzzüge sind am runden Podest in der Nähe von Captain Ragnar verfügbar. Rundes Podest? Ach, da drüben. Allerdings benötigst du Nullraumsplitter, um sie zu beginnen. Es gibt mehrere unterschiedliche Kreuzzüge mit entsprechenden Splitterarten. Hiermit erhältst du genug Splitter, um zu deinem ersten Kreuzzug aufzubrechen. Viel Erfolg! Dankeschön! Fernkampf mit den Fernkampffähigkeiten? Natürlich, haben wir bekommen. Großer Plünderer, öffne Beutekisten. Ja, das bin ich definitiv. Entschuldigung. Kein Entkommen, töte Feinde, während sie in Deckung sind. Mhm. Nice an der Stelle, das ist nice. Charakter. Natürlich werden wir noch mehr Hitze machen. Und hier haben wir noch einen Punkt in Zähigkeit, würde ich ihn reinsetzen. Und noch einen da reinsetzen. Noch mal einen sogar. Oh, nice. Haben wir ziemlich viel bekommen. Drei Stück sogar. So, das heißt, wir haben ihn. Wir haben null Raumkreuzzüge. Wir haben ein bisschen was. Wir haben definitiv ein bisschen was bekommen bei der Aktion. Schwerer Flammenwerfer. Unsere ist aber besser. Unsere ist wirklich besser. Wow, okay, das ist... Kommt nochmal selten vor. Schau, haben wir 109 Schaden. Naja. Das ganze Zeug hier ist jetzt nicht so das Wahre. Chance auf Shock, Critic Chance. Es ist ein bisschen besser. Nehmen wir das doch, wenn es ein kleines bisschen besser ist. Granatwerfer, schwerer Bolter. Ne, die ganzen Sachen sind allgemein nicht so das Wahre momentan. Schadensbus für Verbrennungseffekte. Oh, Splittergranaten. Ja doch, ich glaube, Splittergranaten sind besser. Hitzeschaden. Nee, wir kriegen mehr Hitzeschaden. Das gefällt mir doch eher. Hitzeschaden bin ich eher ein Freund davon. Das ist alles egal für den Moment. Das ist auch, das ist auch, das ist uns auch besser. Nee, können wir wieder alles verkaufen. Aber zuvor müssen wir mit denen reden. Oder wir zerlegen das Ganze. Können wir das auch machen. Können wir denn die Schmiede? Wann kriegen wir die Schmiede eigentlich?
Schalt Schmiede frei. Erforschen, wunderbar. Komm in die Schmiede, hier kannst du sonst deine Gegenstände verwalten oder neue mit ihnen fusionieren. Außerdem kannst du aus deinen vorhandenen Arotec-Spielen mächtigere Schmieden und bessere Psalm kurz formen, um sie zu tun. Musst du diese Fähigkeit jedoch zuerst im Techbaum freischalten. Okay. Gegenstände, prozentuale Höhe, kannst du neue Slots mit Gegenständen fusionieren. Du kannst Arotec-Splitter machen, Extrahierung. Slot-Anzahl pro Gegenstand. 1, 2, 3, 4, bam. Gegenstände der höheren Stufe haben einen größeren Schuss, mehr Slots zu erhalten. Okay. Psalm-Doktrin. Hier siehst du deine aktiven Psalm-Doktrin. Ein Psalm-Doktrin ist eine bestimmte Kombination aus verschiedenen Psalm-Codes, die auf einem Gegenstand aktiv sind. Psalm-Doktrin gewähren dem Charakter einzigartige Kräfte. Versuche einen Psalm-Code zu kombinieren, um einen dieser Orden-Doktrin zu gründen. Okay. Wenn ich jetzt sage, Inventar-Ausrüstung, haben wir noch was? Hier, das da hier. Jetzt habe ich einen leeren Slot. Mit dem könnte ich jetzt sagen, in Rüstung bis 5. Warum nicht? Dann habe ich das jetzt verbessert, so wie es ausschaut. Dankeschön. Yep, und ist auch drin geblieben. Splitterschmieden, Codeformen. Das sind die nächsten Sachen, die so einiges benötigen. Okay, das ist schon mal mehr als interessant zu wissen. Passt, eventuell können wir sogar noch ein paar Sachen hier verwerten, wenn wir schon mal dabei sind. Warum eigentlich nicht? Kann ich alle blauen verwerten direkt schon? Halt, nein, Moment. In dem Fall ja. Das hat mir das Leben jetzt um einiges leichter gemacht. Wirklich um einiges leichter gemacht. Das können wir auch verwerten. Ignoriert das Geld. Automatikgewehr kommt auch weg. Das kommt auch weg. Brauchen wir soweit alles nicht mehr. Genauso wie hier. Reliquie. Sie ist zwar mächtig, aber nicht das, was ich möchte. Deswegen wird die verarbeitet. Wir bekommen einen Reliquienpunkt unten. Für später mal. So. Aber, wie wir jetzt weitermachen werden und was noch alles auf uns zukommt, in der nächsten Folge. Bis dahin hoffe ich, hat viel Spaß beim Zuschauen. Es würde mich freuen, wenn ihr da mit dabei sein könntet. Macht es gut und wie immer, tschüss alle.